Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zur nächsten Folge von Thief Simulator. Wie versprochen, schauen wir uns heute die Bauernhöfe an. Wie gesagt, sind ja nur drei Stück. Ist aber dafür auch kostenlos gewesen, also kein DLC oder so. Werden wir einfach mal sehen, was uns so erwartet. Der Bauernhof stelle ich mir sehr interessant vor. Bei den McDonald's sind wir unterwegs. Bei Old McDonald hat eine Farm. Glaube, so nenne ich auch die Folge. Tut mir leid, aber das passt einfach perfekt. Hier ist nichts mit. Nee, nichts mit Hacken. Bauern kennen sowas wie Technik nämlich nicht. Mein kleiner Spaß natürlich. Ich bedanke mich bei allen Bauern, dass sie mir Essen gibt. Kann man vielleicht einen Traktor oder sowas klauen? Das wäre voll cool. Aber wie man jetzt hier reinkommt, Spezialpestizide, Beute. Okay, Kameras haben die auch. Okay, also ein bisschen Technik scheinen sie doch zu haben. Ach, wir sind in den Falschen eingebrochen. Ja, Old McDonald hat eine Farm, aber ich weiß nicht, wie man in die Farm kommt. Was machen die Bauern mit mir? Setzen die mich auf oder so? Sie machen gar nichts. Ach, hier kommt man in die andere Farm. Was macht der mit mir? Ist das Security? Ah, ist tatsächlich Security. Die McDonald's haben nämlich, Security. Oh, es ist nicht McDonald's, sondern Mc nur. Also. Ich hoffe, die arbeiten nicht für McDonald's, so meine ich das. Sonst wären bald ganz viele Kinder sehr leicht. Ja, heute mal ein paar Witze hier. Story ist ja vorbei. Mal ein bisschen Spaß haben, ein bisschen lustig sein. Wie kann man jetzt darüber? Oh, man kann wirklich einen Traktor klauen. Das ist ja cool. Aber die Green schauen wir uns, wie gesagt, erst beim nächsten Mal an. Mich schon wirklich gerne jede Folge erstmal so ein bisschen auf. Kann sich im Heu verstecken. Und wie finde ich das voll cool? Es bleibt zwar das Base Game und so, aber so an sich wird die Ideen halt interessant. Mal wieder kein Glaseinbruchssensor, ist das geil. Ist das Mikroprozessor Mähdrescher? Achso. Ist einfach ein kleiner Mähdrescher oder was? Was ist das? Unkrautstecher. Okay. Ist hier jemand drinne? Scheint so, oder? Weil war ja auch Licht an. Gartenschaufel, also hier gibt es sehr viel Bauernzeug. Ja, eine Walze. Also Werkzeug ist eigentlich auch ganz cool mal. Oh, hier ist Dünger. Die Tasche ist schon voll. Da ist jemand. Old McDonald hat eine Farm. Hier, hier, ho. Oh, Scheiße. Old McDonald schickt mich gleich in den Knast. Hier, hier, ho. Die Farmerin. Aber
Aber wir müssen ja erstmal wieder fliehen, weil wir haben keinen Platz mehr. Ja, wir haben keinen Platz. Ich würde gerne die Mission vielleicht noch schaffen. Wäre das möglich? Welcome. Aber wir hatten ja auch noch Sachen drin. Ich weiß nicht, wie man sonst hier reinkommen soll. Wie gesagt, vielleicht über den typischen Trick. Na, klappt sogar. Ach stimmt, der runde Dietrich, den haben wir noch gar nicht. Das ist der, den wir noch nicht haben. Ja, den müssen wir noch holen. Den habe ich ja komplett vergessen. Den kriegt man ja, wenn man hier den Auftrag annimmt. Aber da können wir so Sachen wie den Hacking-Laptop ja eigentlich hier lassen, oder? Generell hier so ganz viele Dietriche und die Eingangstür. Wofür brauchen wir die alle? Kletterhandschuhe vielleicht noch, ja. Velierwerkzeug, Safeknacker. Das würde ich alles noch mitnehmen. Aber ich glaube hier so. Wir haben beide Hacker-Laptops noch dabei. Deswegen war es so schwer. Kontodaten, also die Hacking-Laptops können wir hier lassen. Und ich ist kein Fehler. So, wir brauchen den runden. Ah, ich muss den erst beenden, den Auftrag. Ach so, okay. Ja, dann werden wir jetzt ja wohl ganz viel klauen müssen. Zum Beispiel die Pestizide klauen. Aber wo sind die? Ach, da. Die sind hier drinne. Aber ich komme hier nur mit dem Dings rein. Oh, ist doch nicht wahr jetzt, oder? Aber um diese Sachen zu kriegen, brauche ich diesen komischen runden Dietrich. Warum haben die denn andere Türen hier? Hatten die anderen doch auch nie. Das ist jetzt nicht wahr. Naja, wir sind wenigstens drinne. Sagen wir es mal so. Dum 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 dum. Na los, geh mal weg. Rennen die hier die ganze Zeit rum. Bei meinem Glück sieht er mich sogar noch. Sehen die sogar anders aus, die Polizisten? Sehen die schon mal so kurzärmlich aus? Wie schnell die auch rennen. Ach du Scheiße, wozu?
Und der knallt bestimmt mein Auto, nö, doch nicht. Ja, die Kameras sind so overpowered. Die sehen mich gefühlt immer, überall. Egal wann, egal wo. Ah, hier kann man bestimmt die Kameras ausschalten. Den runden Dietrich brauchen wir trotzdem. Ah. Gar nicht, wie man so viel Pech haben kann. Ach scheiße, die arbeiten da ja. Ja, ich bin der Praktikant, ich arbeite jetzt auch hier. Ach, das, was, der Security-Typ ist nicht da? Was ist das für eine scheiß Security? Macht einfach Pause oder was? Wir kriegen das also erst, sobald wir es abgeschlossen haben, aber um da rein zu, also um es abzuschließen, brauchen wir das aber, oder wie? Ach, ist ja nicht. Ah, ne. Ja, also ich verstehe es nicht so ganz, aber. Ist scheinbar so. Werde ich jetzt versuchen, hier rauszukommen und noch ein paar Sachen zu klauen? Ich wette, hier kommt man auch nur mit einem runden Dietrich rein, ja. Dann müssen die Bauern immer ihre eigene Scheiße haben. Nichts gegen Bauern übrigens. Bauern sind cool. Bauern geben uns Essen. Ich reg mich jetzt hier nur in einem Videospiel über Bauern auf. Also, falls ein Bauer zuschaut, fühl dich nicht angegriffen. Ich esse euer Essen gerne. Und eure Milch trinke ich auch gerne. Ist nicht, was man davon alles mitnehmen kann. Scheint ja alles schon recht schwer zu sein. So. Ist eigentlich ein recht moderner Bauernhof, oder? Also, beziehungsweise so ein Mischding eher. Gibt irgendwas davon mehr? Was gibt mehr Geld? Es gibt mehr Geld, okay. Dann nehmen wir das doch mit. Ich glaube, das wird so ein großer Gegenstand sein, deswegen werden wir den nicht mitnehmen können. Also heißt es, ich muss hier nebenbei noch so viel farmen oder was? Farmen, versteht ihr? Hahaha. Ja. Also brauche ich diesen komischen Dietrich, um weiterzumachen. Das ist ein bisschen enttäuschend, würde ich jetzt sagen. Warte mal, um weiter. Ach, weil es da oben noch lang geht. Man braucht den Dietrich nicht. Jetzt check ich es. Es tut mir leid, dass ich so dumm war. Das war ja echt dumm von mir. Willkommen. Wo ist es denn jetzt? Hier ist es. Sun Valley Street, die McDonald's. Also gegen 2 Uhr ist ganz gut.
Nicht haben die Parkplätze? Ich glaube nicht, oder? Doch, die haben Parkplatz. Ja, sein können, dass sie keinen haben. Gegen 2 Uhr morgens haut der Security-Typ ab. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Aber wahrscheinlich ist der hier. Der ist 10 gegen 7. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Ach so, und wir brauchen das Auto. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Entschuldige mich für meine Dummheit gerade. Nehmen wir jetzt auch mal ein bisschen vor auf, weil, naja, Projekt ist eh bald vorbei. Werde die Tage eh noch die Abstimmung dann machen, ob, oder habt sie vielleicht sogar schon aus eurer Sicht gemacht, wegen den, ach, die bewegt sich, jetzt check ich's. So, wieder abgeschlossen. Jetzt machen wir das hier schnell noch auf. Weil ich keinen Bock habe hier die ganze Zeit. Ja, das kann man auch wieder blockieren. Also alles, was so physisch ist, kann man wieder zumachen. Jetzt können wir da über die komische Dings rüber. Das habe ich ja gar nicht beachtet. Ich dachte, das geht nur andersrum, aber nö. Da war ich mal wieder ein bisschen blind und blöd. Oder beides. Dünger, Dünger, Dünger kann ich nicht mitnehmen, nur die Pestizide. Und hier noch alles mitnehmen. Aber wer möchte denn eigentlich, dass ich Bauern beklaue? Wer mein Bauernfeind? Möchte nur, dass ich hier einbreche und Sachen klaue von Bauern. Ist extra so gemacht, dass man jetzt hier nicht rüberspringen kann. Fies. Ach, hier geht's ja auch auf. Aber an sich so, die Grundstücke sehen ganz cool aus. Die haben ja aber scheinbar kein Wohnhaus, also es ist wirklich rein, ja, reiner Bauernhof, ohne Wohnen. Welcome. Ach, den will er auch gar nicht haben, sonst hätte ich den wahrscheinlich aus Versehen verkauft. Ja, dann schauen wir uns in jeder Folge, wie gesagt, ein Haus an. So viel spannende Dinge werden da ja, glaube ich, nicht sein. Ah, über Black Bay. Bei andere war das, glaube ich. Genau. 1000 Euro. Was für ein krasses Pestizid. Aus der 401, okay. Können uns ja ein bisschen so an die an den Aufträgen halten. Ist, denke ich, gar nicht so schlecht, die Idee. Also sozusagen jetzt unsere kleine Mini-Story, die wir hier weitermachen. Story Mode nur in Bauernhof-Edition.
Stör den alten Opi hier mal nicht. Wer Angst wegen seiner Frau, Freundin, Tochter, keine Ahnung, die uns sehen könnte. So. Ja, keine Einbruchssensoren in den Fenstern, weil warum auch? Warum sollte irgendjemanden Bauernhof beklauen? Gibt es sicherlich genug Leute, die das machen, weil die Gegenstände hier sind ja auch recht wertvoll, würde ich sagen. Man sieht hier 900 Euro Dünger und sowas. Nahrung davon noch nicht mal mit eingeschlossen. Die kann man ja auch noch klauen. Geronimo! Aber ja. Ist auch schön matschig. Matschi, matschi, matsch. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es auch schon wieder haben. Ich glaube, wir sind schon wieder ein bisschen im Zeitlimit. Kann es aber schlecht gerade einschätzen. Ach so. So, schlecht einschätzen. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, was wir noch machen können. Ist jetzt hier mal wieder klassisches Klauen. So wie es eigentlich vorgesehen war, nur halt Bauernhof-Edition. Rechnungen vom Bauernhof. Ist jetzt die 201 auch noch? Die 202 schon, okay. Ja, weil dann machen wir da beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es jetzt haben. 20? Ja, fast 25 Minuten, dann passt das ja. Möchte jetzt Willkommen. nicht stressen, aber ich meine, wenn wir eh durch sind, dann passt das ja. Würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten coolen Bauernhof-Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gerne Like, Abo und Kommentar dalassen, falls ihr wollt, natürlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ciao, Leute.